Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Mampfen und Bewerten. Heute mit Magie Magic Azure Noodle Cup Duck Taste. Und wie ihr hier seht, Chilischoten haben wir 3 Stück. Das heißt, wir sind schon in einem höheren Segment der Schärfe angelangt. So, die Verpackung, wie ihr seht, sieht ein wenig fake-mäßig des Papierverpackungsmäßigen aus, weil unten spürt man Papier, aber obenrum haben wir Plastik gewählt und als Deckel, ich glaube, das ist Aluminium. Ja, ist Aluminium. So, wie werden wir diese Freunde oder Freundin hier 65 Gramm mal zubereiten? Als allererstes, wir müssen den Deckel entfernen. So. Dann haben wir hier eine Würzmischung und eine weitere Würzmischung. Hier Kräuter, hier Würzmischung. Das heißt, wer keine Kräuter mag, lässt die Kräuter weg. Gute Idee von Maggi, ein Pluspunkt. Denn viele Menschen mögen diese Würzung nicht oder können sie nicht vertragen. So, dann sehen wir hier drinnen eine Fülllinie. Und da drinnen sehen wir unsere Nudelfreunde. So, also als allererstes schütteln. Mal gucken, ob es... Ja, es geht. Öffnen. Reinkippen. Entleeren. So. Schön hin und her, damit auch alles reingeht. Wir wollen ja nicht, dass hier eine Verfälschung vorliegt. Und da ist es drin. Und wir, natürlich als Testprofis, werden komplettes Produkt verwenden. Das heißt also auch, die... getrockneten, wasserentzogenen, besagten Kräuter rein. So, alles ist dünne und jetzt kommt heißes Wasser. Jetzt geht es erstmal los. Wir schwenken rüber und als Tipp immer weniger als 0,5 Liter erhitzen, damit ihr etwas Wasser spart und Strom. Dann lassen wir dieses Wasser jetzt mal rumkochen, um es dann kurz danach hineinzufüllen in unsere Terrine. So, ihr seht schon, es blubbert schon, das heißt also, the boiling water song fällt heute aus und wir nehmen direkt das blubbernde Wasser von unserem Feuerchen. Gut, auf geht's. Ihr seht ja, da ist die Fülllinie. Wir kippen jetzt das noch sehr heiße Wasser drauf. Einfach drauf bis zur Kennlinie und reached. So, jetzt am besten eine Chillung, 4 Minuten ruhen lassen, gelegentlich umrühren und wenn ihr ganz penibel seid, Deckel drauf, okay? Und jetzt sehen wir uns in 4 Minuten wieder zur Verkostung. Ihr könnt auch länger warten, dann ist es halt ein bisschen kühler, aber nach 4 Minuten ist eure Suppe fertig zum Genießen. Bis gleich! So, da wollen wir mal. Der Proband ist fertig. Den Noodle Cup Duck Taste ist auch fertig. Und wir freuen uns schon und haben stilgerecht 2 Sticks rausgepackt, um mit Stäbchen essen zu können. Natürlich könnt ihr auch mit einer normalen Gabel essen. Oder ihr vertilgt das Teil einfach all in, wie ihr möchtet. Gabel, Löffel, as you command. Magic Asia Noodle Cup Duck Flavor or Taste. Was sagt denn Maggi dazu? Lust auf einen Nudelsnack mit Entengeschmack? Aber keine Zeit, lange in der Küche zu stehen? Mit dem Magic Asia Noodle Cup Duck werden leckere asiatische Nudeln mit Entengeschmack im Nu zubereitet. Nutze die asiatische Snack-Variationen für die Mittagspause auf dem Campingplatz oder als kleine Mahlzeit für zwischendurch. Einfach Deppel ab und los geht's. Magic Asia. Magic Asia. Noodle Cup Duck schmeckt immer und überall. Hohoho. Wenn ihr euch das Ding genehmt, dann sind es 296 Kilokalorien, die ihr euch dafür einleibt. 14 Gramm Fett, davon gesättigte Fettsäuren 6,8 Gramm. 34 pro Gramm Kohlenhydrate, davon Zucker 2,2 Gramm. Oh, wenig Zucker. Ballaststoffe sind 3,4 Gramm, Eiweiß 6,2 Gramm und 8,3 Gramm Salz. Und ich muss sagen, wir haben ja da auf der Chili-Skala von 4 Chilis, haben wir schon mal die 3.
Und das stimmt. Ich bin ein Weichei. Deshalb ist es mir schon fast zu heiß. Also zu hot. Nicht, sondern zu scharf. Aber was ich sagen muss, ist, der Duck-Geschmack, also der Entengeschmack, kommt voll zur Geltung. Faszinierend, wie diese Firma das da hinbekommen hat, dass man so einen guten Entengeschmack in so eine kleine Box bekommt. Wirklich sehr gut, großes Lob, schmeckt wirklich, 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 wirklich nach Ente. Die Nudeln sind super durch, echt leckere Nudeln, super leckere Nudeln. Dazu haben wir dann noch die Kräutermischung, die auch sehr gut gewählt ist. Alles ist harmonisch ineinandergreifend. Das Einzige, was ärgerlich ist, ist, wir haben wieder viel zu viel Plastik an so einem einzelnen Paket hier. Da sollte man mal eine andere Lösung finden. Die Zubereitung ist total easy. Ich finde es ein wenig zu scharf, aber es schmeckt echt. Also wenn man die Schärfe, für mich ist das so, wenn man für mich die Schärfe ein bisschen runterschrauben würde und ein bisschen würziger machen würde, dann würde ich da fast volle Punktzahl geben. Deshalb ziehe ich einen Punkt ab für Plastikverpackung und einen Punkt ziehe ich ab, weil es mir einfach so scharf ist. Es ist mir etwas zu scharf, aber das heißt natürlich, der Normalo draußen, der nicht so scharf, scharf abstinent ist wie ich, sollte diese leckere Noodle Cup Duck Taste wirklich gut verzehren können. Und der Proband hat das ja auch geschafft, wirklich. Er musste danach nicht sich übergeben oder danach eine Mundspülung über sich ergehen lassen. Also alles cool, alles safe, leckeres Zeug. Deshalb bewerte ich diese leckeren Maggi Magic Asian Noodle Cup Duck mit 8 von 10 Punkten. Das ist eine wirklich gute 8 von 10 Punkten, weil es schmeckt bis zum letzten. Und unten drunter habt ihr dann sogar noch so ein kleines Häuschen mit leckeren Ingredients. Also echt zu empfehlen, das Zeug. Schmeckt asiatisch gut. Und das finde ich auch als Killer Application. Wenn ihr nicht Kräuter mögt, dann könnt ihr die auch, bevor ihr die übersagte Nudelsuppe zubereitet, auch extrahieren und rauslassen, weil Maggi da schon mitgedacht hat und 2 unterschiedliche Bags mitgepackt hat. Also wirklich eine sehr gute und leckere Nudelsuppe. Noodle Cup Duck Taste. Hört sich auch sehr melodisch an, oder? Und jetzt schlürft mal den Rest raus, war echt lecker. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon.